Herzlich willkommen hier auf dem Gutscheinmagazin. Wir möchten euch heute die kostenlose App Skyscanner vorstellen. Falls ihr mal schnell auf der Suche nach einem günstigen Flug seid, könnt ihr diese Arbeit ganz einfach dieser App überlassen. Man muss hier lediglich seinen Startflughafen eingeben, den kann man auch mit der Ortung finden. Das heißt, die Flughäfen, die am nächsten an einem dran sind, werden oben angezeigt. Das Ziel muss man natürlich manuell einstellen, das ist klar. Es gibt noch ein paar Eingabemasten hier, zum Beispiel kann man einstellen, dass nur Direktflüge angezeigt werden sollen. Die Hin- und Rückreise kann man je nach Datum einstellen und auch die Anzahl der Reisenden, Erwachsene, Kinder und auch Babys. Gehen wir einfach mal hier direkt auf Suchen und schon werden uns hier die ersten Flüge angezeigt. Hier kann man dann Sortierungen vornehmen, zum Beispiel nach Preis oder auch nach Abflugzeit. Da kann man natürlich etwas entscheiden, ob man lieber etwas mehr Geld ausgibt, dann aber die ideale Flugzeit nimmt. Das lässt sich hier alles einstellen. Zusätzlich gibt es hier unten noch einen weiteren Filter. Die Stops, die man hier unter anderem sonst auch noch einstellen kann, die lassen sich hier auch nochmal einstellen. Aber es gibt auch noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel die Fluglinie oder auch die Zeiten ist ja für einige Leute ganz wichtig. Und damit kann man dann wirklich seinen perfekten Flug finden. Man kann da dann auch letztendlich draufklicken, bekommt dann hier weitere Informationen, kann genaueres zur Reise abrufen und unten rechts auch buchen. Das ist sehr einfach hier aus dieser App möglich. Gehen wir aber nochmal auf zurück. Es gibt nämlich noch eine andere Funktion und zwar Erkunden. Das lädt immer ein wenig, dann gibt es hier aber diese Karte. Und wenn wir hier mal etwas rausscrollen, sehen wir hier die einzelnen Flüge, wie viel die kosten, wohin die wie viel kosten. Hier ist jetzt immer noch der Startflughafen Bremen eingegeben und dann kann man halt variieren, wo man hinfliegen möchte. Das hier gibt es sonst auch nochmal als Listenfunktion. Ist also schon einiges an Komfort geboten. Kostenlos im App Store verfügbar, kann für Vielflieger sehr viel Zeit sparen. Wirkliche Empfehlung.